Heute gibt es wieder ein richtig geiles Abenteuer. Wir sind in Halberstadt unterwegs und ich habe das passende Shirt angezogen. Ich drehe mich einmal um. Wir gehen heute in den Tiergarten und werden Luchse fotografieren. Ich gehe ins Gehege, wir haben alles organisiert. Wir werden nachher den Florian kennenlernen, der hier im Tiergarten arbeitet. Und ich glaube, wir machen richtig coole Fotos. Aber vorher checken wir nochmal das Mausoleum aus und den Bismarckturm. Also man hat hier wirklich viele Spots, die man einfach mal so an einem Tag abdecken kann. Wir nehmen jetzt die Taschen und dann geht's los auf ein richtig geiles Abenteuer. So, links oder rechts? Nee, ich würde sagen hier lang, ne? Hier geht's lang. Oh, schöner dichter Wald, guck mal. Da sind aber keine Johannisbeeren. Wir stehen vorm Mausoleum und jetzt gehen wir mal hochgucken, ob die Tür offen ist, ob man da auch mal einen Blick reinwerfen kann. Nicht schlecht. So, wir haben jetzt die ersten Spots durch und jetzt geht es wieder zurück zu den Autos. Wir müssen jetzt nämlich die Objektive wechseln für das, was wir gleich vorhaben, nämlich den Luchs zu fotografieren. Und dafür brauchen wir natürlich die großen Objektive, die langen Brennweiten. Und ich bin schon echt gespannt, was das wird. Wir sind gleich bei den Autos und dann ja, geht es ab in den Tiergarten Halberstadt. Die Vorfreude steigt bereits. Gleich geht's los. Ein wunderschön. Ich habe gerade gesagt, weil es hieß, dein Besuch ist da. Sieht man denen das an? Geht's alles so klar. Schon klar. Sag mal, wie groß bist du? Wie groß bist du? Ja, mach dich mal hoch. Mach dich mal hoch. Ja, fein. Hm? Sehr cool. Fein. Sehr cool. Jetzt du. Ich habe immer Leckeres dabei. Aktuell sind es Nüsse, weil ich eigentlich die Krähe trainiere und die Papageien immer besteche. Die haben gerade Jungtiere und dann kann ich da immer reingucken. Ja. Aber auch sehr sanfte Wesen, ja. Man merkt das ganz vorsichtig, wie er dann so. Also nicht immer sagst du. Beim Aufwachsen merkt man auch die Pubertät quasi. Ja? Er ist mal bei mir aufs Bett gesprungen, hat mir einfach den Ellbogen gebissen und ist wieder abgehauen. Das hat richtig geblutet. Oh Scheiße. Einfach hochgesprungen, reingebissen und weg. Verrückt. Ja. Guck. Zack. War der Nachschlag. Erst in meinem Leben Känguru gestreichelt. Ja, Florian, wir sind ja jetzt hier vor dem Luchsgehege. Erzähl doch mal, der Luchs, was ist das eigentlich für ein Tier? Ja, der Luchs ist ja eigentlich ein recht bekanntes Wildtier, ne? Gerade jetzt im Harz wieder angesiedelt und mittlerweile auch weiter verbreitet. Der Harz ist ja so voll, dass die Luchse abwandern und es ist eine der größten Kleinkatzen. Okay. Ja, und die größte Kleinkatze, die natürlich auch hier in Deutschland und Europa vorkommt. Und wir haben hier zwei Exemplare drin. Das sind schon ältere Tiere, die sind ein bisschen gesetzter. Das ist natürlich ganz praktisch für uns, dass sie nicht mehr so jung und wild sind. Da können wir dann auch mal ein bisschen reingehen, ein paar Aufnahmen machen.
ein paar schöne Fotos machen. Schön, genau, das ist schöne ja das, Fotos. Das ist ja das Ziel heute, weil, sind wir mal ehrlich, so ein Luchs in freier Wildbahn, kann man den da irgendwo erwischen? Was meinst du? Der ist ja sehr scheu, oder? Also, wenn du weißt, wo du suchen musst, dann auf jeden Fall. Okay. Ich hatte selbst das Glück, dass ich jetzt schon mehrere Jahre Luchse hier in der Nähe in der freien Wildbahn beobachten kann. Echt hier, so gerade in der Stadtumgebung? Tatsächlich ja. Cool. Bei uns im Park quasi waren schon Luchse. Direkt vor Weihnachten ist das immer, dann hört man sie auch rufen. Okay. Ja, dann hört man die Rufe nach den Partnern im Endeffekt. Und da konnte ich schon mehrfach Luchse beobachten. Allerdings sind die natürlich nachtaktiv. Und tagsüber einen zu finden ist quasi fast unmöglich, außer man kennt einen Schlafplatz. Und wenn man einen Schlafplatz kennt, dann sollte man da wieder nicht hingehen, sonst würde man sie auch scheuchen. Ja, ja. Und das bedeutet aber, dass der Luchs also quasi so ein Territorium hat, sein Revier, wo er quasi auch bleibt. Also der zieht nicht weiter oder so. Genau. Luchse haben feste Territorien und die sind auch einzelgängerisch. Nur zur Paarungszeit ist es halt so, dass ein Luchskater dann zu den Katzen kommt. Da paaren die sich, der Kater bleibt dann aber auch nicht da, sondern die Katze zieht die Jungen alleine auf, der Kater geht wieder quasi zurück in sein Revier. Mhm. Und dann, wenn man mehrere Luchse zusammen sieht, dann ist das meistens eine Katze mit den Jungen. Okay. Die hat die, ich glaube, fast ein Jahr. Und dann werden die aber auch wieder vertrieben, dass sie sich eigene Reviere suchen. Und ja, die Katze ist dann wieder allein. Also die sind wirklich richtig Einzelgänger, quasi das Leben lang sozusagen aus einer Kindheit. Genau. Oder halt, wenn sie kleine haben, ansonsten immer allein. Genau, die sind immer allein. Ah ja, okay. Stört die gar nicht so sehr, glaube ich. Ja, krass. Ist entspannter. Wir haben ja heute das Privileg, dann sozusagen wirklich mal reinzugehen, ein paar schöne Fotos zu machen. Was meinst du, wie nah wird uns der Luchs kommen? Das kommt auf den Luchs an. Okay. Also das ist ein Wildtier. Ja. Ja, und wenn es keine Lust auf uns hat, dann geht es weg. Ja. Also ist der Luchs halt irgendwo im Gebüsch und... Das muss man natürlich respektieren, ja. Aber so wie ich meine Katze kenne, kommt die schon mal an und guckt, was wir so vorhaben. Also so auf einen Meter kommt sie tatsächlich mal ran, ja. Wenn sie gut drauf ist. Und wir haben ja auch Futter, also im Zweifel kriegen wir die schon gelockt. Ja, sehr cool. Ich habe noch so ein Geheimrezept dann, dass wir die ein bisschen auf ein paar Plätze locken können. Ja, cool. Mal schauen. Cool. Und wenn du jetzt mal so frei sprichst, so ein Luchs, ist der eigentlich gefährlich oder... Ist das ein gefährliches Tier oder eher so, dass man sagt, der ist so scheu, da kann eigentlich nichts passieren? Also ein Luchs in freier Natur, da würde ich meine Hand für ins Feuer legen, der ist nicht gefährlich, weil der weicht aus. Ja. Ne? Unsere Luchse sind an den Menschen gewöhnt. Dann ist das natürlich schon ein bisschen was anderes. So in der freien Natur haben die eine gewisse Fluchtdistanz. Man kommt auf 20 Meter ran, der Luchs ist weg. Ja, ja. So, die kennen das, dass hier Leute sind und die kennen das, dass sie gefüttert werden. Da ist natürlich einmal der Respekt vor Menschen wesentlich geringer, ja, und die Fluchtdistanz natürlich auch. Zumal wir hier ein Gehege haben. Das heißt, wenn wir sie in die Ecke drängen würden, würde sie natürlich auch irgendwann sagen, so, ey, ist nicht so jetzt cool, guck mal, ich habe Krallen, ich habe Zähne, mach das mal nicht. Ja, ja. Dazu kommt natürlich, dass die als gefährliche Tiere eingestuft sind. Das sind Tiere der Sicherheitsstufe 2. Das bedeutet, wir haben hier verschiedene Sicherheitsvorkehrungen, die wir natürlich einhalten müssen. Das hört sich ein bisschen lapidar an, aber ich muss einen Abwehrgegenstand mitnehmen. Also ich stehe da mit einem Besen, dass wenn der Luchs ankommt, dass wir den auch Abstand halten können. Okay. Aber ansonsten, ja, wenn es so gefährlich wäre, würde ich dich nicht mit reinnehmen. Ja gut, dann werden wir mal sehen, ob wir quasi gleich noch lebend wieder rauskommen, wenn wir den Luchs fotografiert haben. Ich habe auf jeden Fall richtig, richtig Freude und freue mich drauf, den Luchs zu fotografieren. Er kommt hier auch gerade angeschlichen. Ich glaube, wir haben noch einen Moment warten, dann haben wir noch gleich... auf dem Bild mit drauf. Ja, guck mal, so ein letztes Bild ist der Luchs quasi nicht mal einen Meter von mir entfernt. Also genau das sollten wir gleich in der Anlage nicht machen. Mhm. Okay. Nur ein Luchs im Nacken auf der Entfernung ist in der Anlage gar nicht cool. Okay. Mit Scheibe okay, aber ansonsten besser nicht. Und sie geht auch schon wieder zur Tür. Ich glaube, wir sollen mal... Ja, wir werden jetzt reingucken und Fotos machen. Wollen wir? Auf jeden Fall. Komm. Auf geht's. Danke. Und dann waren wir drin im Luchsgehege. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie aufregend das war, diesem Tier plötzlich so nah zu sein und das tatsächlich irgendeinen Schutz dazwischen. Das
wir sind gerade im Luchsgehege unterwegs und ich habe gerade total das coole Foto gemacht, wie der Luchs mir richtig schön in die Kamera geht. Das sieht richtig, richtig cool aus. Der Luchs heißt übrigens Karin und die Karin, die kriegt jetzt hier noch ein paar schöne Fotos verpasst. Das Männchen beobachtete uns auf sichere Distanz und wir haben ihn ganz oft aus den Augen verloren, weil er sich ein neues Versteck suchte, um uns die ganze Zeit beobachten zu können. Das macht Laune. Wenig später sind wir dann nochmal auf eine andere Position gegangen, um den Luchs jetzt wirklich nochmal aus einer anderen Perspektive fotografieren zu können. Nach den ganzen Fotos sind wir noch einen Schritt weiter gegangen. Wir haben den Luchs gefüttert. Ne? Komm mal. Weiter, weiter, weiter. Okay. Warte. 1, 2 und. Hup! Ja, fein! So, jetzt wird's interessant. Die Luchse werden jetzt gefüttert und ich werde der Karin gleich einen Küken zuwerfen. Ich bin schon ganz aufgeregt. Hoffentlich gelingt das auch und sie reißt mir nicht gleich den ganzen Arm ab. Aber da gehen wir mal nicht von aus. Du darfst jetzt den Küken greifen. Du nimmst ein Beinchen. Aber keine Angst, den beißt nicht mehr. Karin, komm mal hier rüber. Komm mal hier rüber. Gut. Gut. Und werfen? Genau, jetzt zeig dir das hin. Karin. Und dann einfach schön hochwerfen, mal gucken, ob sie. Ha! Ah. Super! Spielkatze. Cool. Stopp. Nicht so weit. Hier. Warte. Ui, warte. Ja, komm, die fängst du. Haha, super. Das Luchsgehege war wirklich atemberaubend. Aber das sollte noch nicht der Abschluss sein. Zu guter Letzt sind wir zu Ralfi gegangen. Ralfi, die verrückte Krähe. Florian, erklär, was da los ist. Das ist ein unglaublich schlechtes Beispiel für einen Handaufzug. Okay. Also normalerweise sollten Tiere, die aus der Natur kommen, natürlich auch wieder ausgewildert werden. Und die Krähe ist komplett fehlgeprägt auf Menschen. Wir haben jetzt seit kurzer Zeit, gab es so ein bisschen Komplikationen, da wo sie aufgezogen wurde, durfte sie nicht bleiben und die hatten eine freie Voliere. Jetzt haben wir die Krähe samt Papiere bekommen, weil eigentlich darf man keine Krähen einfach so halten. Ja, und wir versuchen den jetzt ein bisschen zu trainieren. Hier, komm her. Klappt auch. Die sind halt unglaublich intelligent, um ihn halt einfach geistig auszulasten. Ja? Krähen sind sehr schlaue Tiere und ja, dementsprechend brauchen die halt Beschäftigung. Hier, geh mal tauchen. Da, im Wasser. Genau. Ja, dann hat man halt so sein Tun, neben der normalen Versorgung, dass man Tiere halt beschäftigt, ja, und bei Laune hält. Jetzt darfst du, wenn du willst. Wir haben dich nicht gerufen, Ralfi, du. Ja. Du musst natürlich aufpassen, wieder zumachen, dass er nicht zu viel klaut. Okay. Ja? Also, die sind halt so schlau, dass sie sofort merken, mit wem sie es machen können. Und dann nutzen die das aus. Ja? Ja, krass. Ralfi. Komm her. Super. Ah, von mir? Na. Denkst du? Ja. Sehr cool. Ja. Gut. Komm her. Da. Jetzt darfst du dir eine nehmen. Genau. Ne, wichtig ist, dass wir versuchen, dass er immer auf Kommando kommt und nicht einfach so. Ja. Weil sobald er lernt, ich komme einfach so und krieg was. Dann nervt er. Ja, dann wird es okay. Schlimm. Wenn er aber auf Kommando kommt, dann wartet er, ist aufmerksam und kommt erst, wenn ich Reso mache. Supi, ja, okay, hier das eine. Hast ja richtig toll gemacht. Ne? Na komm, hier, super. Letzte Nest, das war's. Alle. Die ist runtergefallen, du Held. Ja, da unten. Da auf dem Boden. Hier, guck mal. Hier. Da. Ich hab gesagt, du bist intelligent.
Florian, vielen Dank. Das hat richtig Spaß gemacht heute. Vor allem das erste Mal einen Luchs fotografieren und vor allem so nah beim Luchs dran sein. Das war ja teilweise unter einem Meter, ja, dass man den Luchs so nah begegnet. Füttern durfte ich ihn auch. Es war wirklich ein richtig spannender Tag. Wir können es nur allen empfehlen, hier mal zum Tiergarten Halberstadt zu kommen. Vielen Dank für die Zeit. Klar, sehr gerne. Und ich weiß, dass ich bald wiederkommen werde. Danke dir. Danke. Ja, das war ein spannendes Abenteuer. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal Danke sagen. Es ist beeindruckend, mit wie viel Liebe und Engagement dieser Tiergarten dort betrieben wird und wie viel Liebe wirklich in die Tiere auch gesteckt wird. Also, wenn ihr mal in der Nähe seid, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und das war es jetzt hier mit der ersten Folge dieser Campingtour. Wir sehen uns bei der nächsten Folge, wenn es auf den Ilsestein geht.